100 Millionen Euro jährlicher Zuschuss für die Kulturbetriebe Leipzig. Leipzig nicht mehr gut genug für Oper, Gewandhaus und Schauspiel. Oberbürgermeister Jun wirtschaftete Leipzig kaputt. Umgerechnet auf die 600.000 Einwohner Leipzigs zahlt jeder Bürger knapp 170 Euro jährlich, nur damit diese Kulturbetriebe dastehen. Fazit zum Problem mit den Kulturbetrieben. Früher war Leipzig wirtschaftlich das beneidenswerte Prunkstück der Gesamtregion. Arbeitslosigkeit kannte man nicht. Es herrschte Vollbeschäftigung. Aus den Regionen im Umkreis von 100 Kilometern kamen Menschen hierher, um zu arbeiten. Die Kultur blühte auf. Da konnte man sich Kulturbetriebe wie Oper, Gewandhaus und Schauspiel leisten. Während Herrn Juns Zeit als Oberbürgermeister brach die Wirtschaft in Leipzig so zusammen, dass umgerechnet eine fünfköpfige Familie jährlich fast 1.000 Euro zahlen muss, damit diese drei Stadtbetriebe erhalten bleiben. Einen Besuch dieser Einrichtungen können sich wohl die wenigsten von ihnen leisten. Seitens des Jobcenters soll diese Misere übrigens hauptverantwortlich auf Empfehlung durch Herrn Jun eine Biologin richten. Möchten Sie Burkhard Jun erneut die Stadtregierung Leipzig anvertrauen?